Hallihallo, meine Lieben. Ja, ihr wisst, wir sind gerade umgezogen. Jetzt bin ich ja gerade in Noahs Zimmer und ich möchte gerne seine Wände ein bisschen verschönern. Und dafür habe ich was Tolles zugeschickt bekommen von babyartikel.de, von der Firma hier, Peel & Stick Wally's Baby. Und zwar möchte ich gerne dieses Muster hier an seine Wand anbringen. Ja, und das ist ziemlich groß und ich finde das voll cool. Also ihr seht das hier schon in der Packung. Also anhand der Augen, es ist jetzt nicht ganz so klein und hier muss auch alles drin sein, was ich brauche zum Anbringen dieser schönen und wiederverwendbaren Sticker. Ja, er hat es schon gesehen, wir fangen an. Ja, ausgepackt, so groß ist die Sonne. Ja, und hier vorne ist Noahs Bett und dann habe ich gedacht, genau gegenüber, wenn er dann morgens die Augen aufmacht, scheint dann die Sonne für ihn und hier gibt es sogar noch so süße kleine Wölkchen in auch einer sehr schönen Farbe und das passt sehr gut in sein Zimmer, weil seine Wände haben wir in ja so hell Pistazie Limette in der Farbe so gestrichen. Ja, und deswegen finde ich, passt das hervorragend. Und was ich noch ganz süß finde, sind diese kleinen, wo haben wir sie? Noch so kleine Vögelchen. Seht ihr die? Könnt ihr die erkennen? Das sind die kleinen Vögelchen, die auch noch mit da drauf kommen. Ja, und ich habe mir jetzt einfach aus der Küche schnell so einen Tortenschaber geholt, damit ich das einfach ausstreichen kann. Ich probiere es mal aus. Ja, meine Süßen, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich löse die Sonnenstrahlen vom Papier. Das Material ist Vinyl, habe ich vorhin gelesen. Und man kann die auch wieder abnehmen anscheinend und auch woanders wieder neu positionieren. Oh Gott, jetzt wird es spannend. Hoffentlich finde ich jetzt die richtige Position. Ja, das ist ja wohl die Mitte, ne? Machen wir mal alles hier ohne Zirkel, Geodreieck und Wasserwaage. Ah, ich habe Angst. Ja. Ja, ne? Brauchst du gar nicht ausstreichen. Okay, ich brauche das Ding hier eigentlich gar nicht. Das war jetzt ganz einfach. Aber da ich das ja extra aus der Küche gesucht habe, mache ich das jetzt einfach mal, um auch die letzte Luftblase rauszukriegen. Muss ja alles seine Daseinsberechtigung haben. Nee, super, das Ding hält, sitzt fest und sieht total süß aus. Yeah! Ja, zunächst werde ich jetzt die Vögelchen anbringen und dann drumherum die Wölkchen. Ja, das ist das Wandbild, das ist mein Kunstwerk. Ich bin da ganz stolz drauf. Das ist ganz einfach, wirklich. Und macht auch noch richtig Spaß. Und ich freue mich jetzt darauf, wie der kleine Noah jetzt darauf reagiert. Und ich sehe schon seine kleinen Kinder auch. Die kommen jetzt hier rein. Die werden jetzt ganz. Ja! Ja, vielen Dank an Wallys Baby Wall Decor und an babyartikel.de. Ja, also es ist gelungen. Ich finde es super. Also ein ganz tolles Set zum selber machen und es geht ratzfatz, man braucht keine weiteren Gegenstände zum Anbringen oder sonst irgendwas, keine Wasserwaage, gar nichts. Also es ist echt toll und man kann es vor allem da abziehen. Ich weiß nicht, ob es auf Raufaser hält, aber ich denke schon, weil ich habe sowas Ähnliches schon mal bei meiner Schwester gemacht und auch Raufaser hat es auch super gehalten, es hängt heute noch. Vielen Dank fürs Zusehen und checkt mein Like. Ihr Mama kommt. Bye bye.